Okay, hello, it's the Martian. Space Jam Jardins. I want this shit forever. Wake up and smell the garden. Fresher than the harvest. Hallo und herzlich willkommen zurück hier in Fallout 4. Es ist ein Notruf eingegangen von der Essenessel Farm. Sie wird angegriffen und da werden wir gleich mal reinspringen und unsere Farm verteidigen. Legen wir los. Wo sind sie? Diese Raiders hier. Mit dem Ding hier. Sehr schön, sehr schön. Also da haben wir doch unsere Farm erfolgreich verteidigt. Möchtest du irgendwas dazu sagen? Blake? Danke, dass du mir geholfen hast, sie abzuwehren. Was wollten sie? Das waren Raider. Was wollten die wohl? Alles, was wir haben. Vielleicht hätten sie uns sogar getötet oder noch Schlimmeres getan. Naja, wir wissen die Hilfe zu schätzen. Ja, bitte, bitte. Auch noch was? Entschuldigung? Blake hat mir gesagt, was du für uns getan hast. Für Mary. Ich weiß, das ist nicht viel, aber falls du handeln willst, mache ich dir einen guten Preis. Lass es mich wissen, wenn dich hier was interessiert. Klingt gut. Patronen. Das ist aber nichts, was ich brauche an Patronen. Dünger. Lebeband. Haarklammer. Da ein 8er Munition. Ich hab schon 1000. Das ist ja schön. Was ist das denn für einer? Was ist mit diesem Geschütz? Enter reparieren. Ah, jetzt geht's wieder. Sehr schön. Und dann haben wir alles ein und dann haben wir gleich hier ein, weil ich hatte auch schon alles weggeräumt. Zweites Lager auf. So, bestimmt irgendwo was zum Reintun geben. Hoffe ich zumindest mal. Meine Herren. Ich würde gerne die Treppe hochhaben. Ist hier keine Kiste? Muss ich mir eine Kiste bauen? Baue ich mir jetzt eine Kiste. Ah, hier gibt es eine Munitionskiste. Vielleicht bauen wir mal eine richtige Kiste eben. Möbel. Behälter. Kiste. Nein.
Gut, dann packe ich jetzt mal Waffen rein. Ah, die Brille mit Gestell wollte ich natürlich noch aufsetzen. Metallischer Harnisch. Also metallischen Harnisch nehme ich auf jeden Fall, aber das hier packen wir mal weg. So aus. Das ist doch relativ schön. So. Jetzt machen wir da weiter, wo wir letztes Mal weitermachen wollen. Also aufgehört haben so ungefähr. Wir werden nämlich jetzt hier hin gehen wieder und die Quest abgeben. Von der Mrs. White. Das ist ja ein Roboter. Aha, mit Nahkampfangriffen kann man Angriffe zurückwerfen. Angriffe zurückwerfen und Angriffe unterbrechen. Wir sollten so schnell wie möglich von hier verschwinden. Oh Mann, ey, das kommt ziemlich heftig vor. Bring mir ein paar Mutterbeeren für die White? Hallo, schön dich zu sehen. Du hast unser Wasserproblem behoben, oder? Ja. Das hat einige Mühe gekostet. Ich hoffe, das war es wert. Oh, das ist es. Hier, du kannst etwas von unseren Erzeugnissen haben. Außerdem gibt dir Greenie einen Rabatt. Wenn du sonst noch was brauchst. Jetzt muss ich wieder zurück an die Arbeit. Ciao, ciao. Toll. Auf sehr weit. Ich fürchte, ich gebe keine Autogramme, Liebling. Was für eine Belohnung. Sehr heftig, die Strahlung. Auf zum Polizeirevier. Wir das überleben sollten. Speicherrechner eben. Das ist echt krass.
Jetzt brauchen wir einen Unterschlupf. Ah, es ist vorbei. Nein, ach man, ich bin so blöd manchmal. Okay, mit ein bisschen mehr Vorsicht das angehen, dann geht das auch. Viel Schuss haben wir da aber nicht drin. Der gehört mir. Nein, das mache ich jetzt nicht auf, ne? Erstmal Inventar. Hilfsmittel. Right away I'm here. So, und hier speichern wir auch nochmal. Heftig. Okay, wir haben es geschafft. Jo. Ich dachte jetzt noch zur Fettzelle. Das Looten hier. Was die so haben.
Bisschen Patronen, aber nicht viel. Möchtest du mir was sagen? Paladin Danes. Hi. Wir sind für die Hilfe dankbar, Zivilist. Aber was willst du hier? Ja, warte, das müssen wir mal eben kurz. Kleidung. Filzhut. Und mit einem sauberen grauen Anzug besprechen, was ich hier will. Sagst du mir, wer du bist, bevor ich antworte? Alles zu seiner Zeit. Wenn du auf unserem Gelände bleiben willst, rate ich dir zuerst, meine Fragen zu beantworten. Ich versuche nur, hier draußen zu überleben. So wie alle anderen auch. So wie du vorgestürmt bist und diese wilden Ghule erledigt hast, fällt mir das etwas schwer zu glauben. Kommst du aus einer der Siedlungen in der Gegend? Sind diese Fragen wirklich so wichtig? Ich habe dir schließlich im Kampf gegen die wilden Ghule geholfen. Da hast du irgendwie recht. Wenn ich misstrauisch erscheine, dann nur, weil unsere Mission hier bisher sehr schwierig verlaufen ist. Seit dem Augenblick, als wir das Commonwealth erreicht haben, wurden wir fortwährend angegriffen. Wenn du uns weiter unterstützen willst, wir könnten eine weitere Knarre auf unserer Seite gut gebrauchen. Das kommt darauf an. Wie viel zahlt ihr? Bei dir geht's immer nur ums Geld, oder? Du bist also ein Söldner. Typisch. Na gut, wenn du uns hilfst, sorge ich dafür, dass du für deine Dienste entlohnt wirst. Ich bin Paladin Danes von der Stellernen Bruderschaft. Das da drüben sind Gelehrte Halen und Ritter Rice. Wir sind auf einer Erkundungsmission, aber mir fehlt ein Mann und wir haben nur noch wenig Vorräte. Ich habe versucht, ein Notsignal an meine Vorgesetzten zu schicken, aber das Signal ist zu schwach. Sir, dürfte ich? Sprich, Helen. Ich habe den Funkturm auf dem Dach des Polizeireviers modifiziert, aber ich fürchte, das reicht noch nicht. Wir brauchen etwas, um das Signal zu verstärken. Unser Ziel ist ArcJet Systems. Dort finden wir die Technologie, die wir brauchen. Einen Hochleistungssender. Wir infiltrieren die Anlage, sichern den Sender und bringen ihn hierher zurück. Also, was sagst du? Bist du bereit, der Sternen Bruderschaft zu helfen? Was ist die Stählerne Bruderschaft? Unser Orden will das Wesen der Technologie verstehen. Ihre Macht, ihre Bedeutung für uns Menschen. Und wir kämpfen, um diese Macht vor denen zu schützen, die sie missbrauchen würden. Auf welche Weise hat die Menschheit Technologie missbraucht? Vor dem großen Krieg waren Wissenschaft und Technologie kein Segen mehr, sondern eher eine Belastung. Die Atombombe, genetisch erschaffene Krankheiten und das FEV sind nur einige Beispiele für die Schrecken, die der technologische Fortschritt mit sich gebracht hat. Wir wollen dafür sorgen, dass sich so etwas niemals wiederholt. Ihr kämpft für eine gute Sache. Es freut mich, dass du das ebenso siehst. Es gibt nur wenige außerhalb der Bruderschaft, die verstehen, in welcher Gefahr wir als Spezies schweben. Also, was sagst du? Wirst du uns helfen? Lass uns keine Zeit verlieren. Auf geht's. Wunderbar. Helen, bring Reese nach drin und versorg seine Wunden. Ja, Sir. Reese, wenn du wieder auf den Beinen bist, möchte ich, dass du den Perimeter sicherst. Ich kümmere mich drum. In Ordnung, Zivilist. Dann zeig mal, was du kannst. Begib dich ins Polizeirevier und stock deine Ausrüstung auf. Lass es mich wissen, wenn du bereit bist. Dann mal los, Leute. Okay, Großer. Gehen wir. Ja, kommen wir ja schon. Und wir haben wieder ein Leveler. Ihm hat das nicht so gefallen. Es tut mir auch sehr leid, aber ich brauche auch ein bisschen Geld. Ein bisschen Geld brauchen wir auch, ne? Also eigentlich wollte ich gar nicht, wollte eigentlich auch Mitglied. Oder mehr. Ja, das freue mich an, bedeutet mir Geld. Patronen. Stimpacks. Ja, die brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Das ist gut. Zusammen oder nicht? Ich weiß nicht. Deine Aussichten sind ziemlich schlecht.
Wäre vielleicht humaner, dir einfach den Gnadenschuss zu verpassen. Du hast bestimmt deine Gründe, aber für mich sieht das nach Schrott aus. Du bist so ein herzensguter Mensch, Doc. Hör auf, rumzuzappeln, damit ich dich verbinden kann. Tut mir leid wegen den anderen. Gelehrte Halen? Du solltest dich besser beeilen. Paladin Dance lässt man lieber nicht warten. Hältst du dich irgendwie für eine große Nummer? Warum bist du so wütend auf mich? Ich bin nicht wütend. Ich erkläre dir nur, wo du stehst. Du bist hier nur eine angeheuerte Aushilfe. Mehr nicht. Kann ich mir irgendwie deinen Respekt verdienen? Befolge deine Befehle, halt den Ball flach und vor allem die Schnauze. Und jetzt erkundige dich mal besser, ob es schon einen neuen Auftrag für dich gibt. Paladin Dance ist ein unglaublich guter Trupp. Die aktuellen Befehle des Aufklärungsteams Gladius lauten folgendermaßen. In das Gebiet mit bezeichneten Commonwealth vorrücken, um eine gewöhnliche Fernaufklärungsmission durchzuführen. Jegliche außergewöhnliche Aktivitäten sind per Fernfunkkommunikation an Schwertscheide zu melden. Eintrittsdauer nicht festgelegt. Nach mehreren Monaten hat mein Trupp gerade die Grenze des Commonwealths überschritten und wir haben uns entschieden, sofort die Region Boston nach einem sicheren Gebäude zu durchsuchen, das wir als Aufklärungsquartier nutzen können. Kurz darauf wird mein Trupp von Raider angegriffen, die Powerrüstung von Ritter Kane wurde zerstört und wir verloren einen Teil unserer Vorräte. Zum Glück konnten wir die Angreifer in die Flucht schlagen und unsere Mission fortsetzen. Wir haben ein sicheres Gebäude im Cambridge entdeckt, das offenbar ein Polizeirevier war. Wir konnten das Gebäude säubern und finden eine Menge Vorräte und Munition aus Vorkriegszeiten. Laut gelehrter Halen ist das Gebäude stabil und bestens zur Verteidigung. Ich habe entschlossen, unsere vorläufige Hauptquartier aufzuschlagen. Nachdem Hüden feststellte, dass die Kyvage-Fabrik in Lexington möglicherweise wertvolle Vorkriegstechnologie enthält, starten wir einen Durchsuchungseinsatz. Ich befehle Jarrus, die Anlage zu erkunden, und er fand dort eine erhebliche Anzahl Raider vor. Ich gab den Befehl zum Angriff. Als wir uns näherten, wurde auf unseren Trupp geschossen. Ritter Warwick wurde verwundet, also befahl ich den Rückzug nach Cambridge. Auf dem Weg trat Ritter Brudge auf eine Landmine, gelehrte Heilen versuchte ihn zu behandeln, aber Brudge erlag seiner Verletzung. Ich möchte herausheben, wie löblich Halen sich für den eingesetzt hat. Unser gescheiterter Einsatz in Courage ist jetzt 2 Tage her und ich muss leider melden, dass Ritter Warwick gestorben ist. Nach seinen Schusswunden war er gelähmt und er hatte innere Blutung. Gerd Halen sagte mir, dass er leider leidete und weniger als 5% Chance auf eine Genesung hat. Ich autorisierte sie, ihm mit einer Überdosis Schmerzmitteln Sterbehilfe zu leisten. Ich möchte erneut den Einsatz herausheben, mit dem Gelehrt Heilen sich bemüht hat, Warwick zu retten und dass sie ohne Widerworte meinen letzten Befehl befolgt hat. Haben heute bei Bezirk
Brennpunkt A113 den nächsten Mann verloren. Dieser Bereich enthält zwei Ruinen, nämlich den Flughafen von Boston und Fort Strong. Der Flughafen ist beinahe vollständig verlassen, aber in Fort Strong wimmelt es nur so von Supermutanten. Wir wollten in der dortigen Waffenkammer aufmunitionieren, aber Ritter Sergeant Dawes wurde getötet. Das ist seit unserem Angriff schon der zweite Rückzug, den ich befehlen muss. Und unsere dritte Tote. Ich empfehle eine baldige vollständige Bombardierung dieser Position. Greta Halen hat außergewöhnlich annulliert gemessen. Angeblich befinden sich auf einer Tragefrequenz eine extrem hohe Frequenzband, wodurch sie sehr wahrscheinlich nicht aus der Vorkriegszeit stammt. Die Werte treten außerdem nur sehr sporadisch auf, äußerte Kurz, und nur an sehr bestimmten Orten auf. Das Signal klingt sehr schneller ab und sind schon nach wenigen Stunden von Heilens Instrumenten verschwunden. Wir haben nicht die notwendigen Geräte, um die Ursprünge der Werte herauszufinden, also versuchen wir, ihn durch Triangulation zu ermitteln. Wir versuchen Schwertschale die Energiewerte zu senden, die Halen ermittelt, aber die Huygen-Antenne des Reviers wurde von einer Rakete als Supermutant beschädigt und wir konnten die Daten nicht übertragen. Halen versucht, die Antenne zu reparieren, aber sie weiß noch nicht, ob er die nötigen Ersatzteile hat. Keine Ahnung, was da los ist. Was wir ohne ihn machen sollten. Wenn die Verstärkung kommt, lässt sie sich jede Menge Zeit. Hey, wenn Paladin Vance sagt, dass sie kommen, dann kommen sie. Wir müssen Paladin. Bist du bereit? Warum habt ihr einen Außenposten in einem Polizeirevier eingerichtet? In Anbetracht der Tatsache, dass es sich um ein Polizeirevier handelt, hielten wir es für klug, dort nach Waffen und Munition zu suchen. Der Funkmast auf dem Dach war nur ein unerwarteter Bonus, auch wenn er noch gewisse Mängel hat, die wir beheben müssen. Es ist vielleicht nicht so imposant wie die Zitadelle im Ödland der Hauptstadt, aber für unsere Zwecke reicht es. Mehr will ich derzeit dazu nicht sagen. Bist du bereit, die Mission fortzusetzen? Bereit. Wunderbar. Folge mir und versuche nicht zurückzufallen. Kleidung. Lederkombi. Espion. Nicht schlecht. Er muss ja ganz schön viel Energiereserve haben. So. Gehen wir nochmal raus. Folgen hier schon mal ein Stückchen. Wir nehmen diese Gasse. Mir nach. Naja, ich folge dir schon. Ich bin irgendjemand angerufen. Ich habe nämlich wieder mal vergessen, das Handy auf den Lauf zu stellen. Wenn wir dieser Straße folgen, können wir ja, ist okay, Handy. Jetzt nicht. Sich so weit vom Polizeirevier zu entfernen, ist riskant. Aber den Sender funktionstüchtig zu bekommen, hat oberste Priorität. Wenn es nach mir ginge, hätte ich mein Team schon längst verlegt. Aber Gelehrte Halen hat beunruhigende Energiewerte in der Gegend gemessen, denen wir nachgehen müssen. Wir wissen nicht viel darüber, nur dass sie lediglich für kurze Zeit auftreten und eine Frequenz verwenden, für die fortschrittliche Technologie erforderlich ist. Wir befürchten, dass derjenige, der für diese Energiewerte verantwortlich ist, eine Bedrohung sein könnte. Also müssen wir der Sache nachgehen. Ja, auch mal Angst vor allen Möglichen, ne? Außerdem habe ich das alles schon gewusst, weil ich habe den Computer gelesen. Tja, tja. Thank you.
trotz dieser Rückschläge denke ich nicht daran aufzugeben oder als verschollen gemeldet zu werden. Sicher, dass es sich lohnt, das mitzunehmen? Ja. So, und an der Stelle sage ich aber auch wieder, falls euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann nicht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.